Ja, Mainz steht vor der Haustür nach 0 Punkten und 0 zu 9 Toren. Das große Rätsel, ob jetzt endlich die Auswärtsserie auch mal geknackt wird, ins Positive hin gesehen. Letztes Jahr viertbeste Mannschaft der Bundesliga, momentan Schlusslicht der Bundesliga, was die Auswärtsspiele angeht. Das ist kein gutes Omen. Die Mannschaft kann im Grunde in Bestbesetzung antreten. Fraglich ist nur noch, ob Esser spielt. Das wird sich morgen dann im Abschlusstraining klären, aber nach Lage der Dinge wird er auflaufen können. Im Sturm dürfte Colak wieder spielen, auch wenn Shiplock in dem Testspiel getroffen hat. Aber ich denke, dass Colak spielt mit zwei Stürmern, wie Trainer Meier soeben angedeutet hat, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ansonsten wird er die Mannschaft im Gegensatz zu dem Bremen-Spiel meines Erachtens nicht verändern. Es sei denn, dass die Nationalspieler, die jetzt zurückgekehrt sind, die am gestrigen Donnerstag frei hatten, noch nicht ganz so fit sein sollten. Auch das wird sich erst in den letzten Trainingseinheiten klären.